Guten Morgen! Heute nehme ich euch wieder mit durch den Tag. Wir haben schon gefrühstückt, es ist Dienstag. Die Via versucht, sich unter den Kissen zu vergraben. So professionell bei uns. Da möchte ich euch begrüßen und der Hund bombt mir die ganze Szene. Aber Quatsch, sie gehört ja dazu. Und ja, wir waren schon mit der Vivi kurz heute früh draußen. Nachher gehen wir nochmal mit ihr raus. Ist heute so ein bisschen gemischt. Es ist sonnig, aber der Wind ist richtig kühl. Evi und ich müssen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Runde einkaufen gehen. Unser Kühlschrank ist komplett leer und ich will nachher Ofenkartoffeln mit Chorizo oder Chorizo, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, diese italienische Salami-Wurst machen. Und vielleicht mache ich da ein Surf and Turf draus und es gibt noch ein bisschen Lachs. Mal schauen. Ja, das werden wir jetzt schnell machen. Und dann wollten wir doch noch in den Pool. Und ich wollte euch heute unbedingt alles zu unserem Pool zeigen. Ihr fragt so regelmäßig danach auch auf Instagram, dass ich das einfach jetzt machen möchte. Damit ich euch dann immer zu diesem Video hier verlinken kann. Ich verlinke euch auch unten in der Infobox alles, was wir für den Pool angeschafft haben, wo das her ist, was es gekostet hat, etc. Und dann habt ihr immer so einen Anlaufpunkt, wo ihr alles finden könnt. Dieser verrückte Hundevogel versteckt sich jetzt da. Via, was machst du? Wobei sie vorhin ganz brav und ganz gemütlich in ihrem Körbchen gechillt hat und jetzt geht sie hier ab wie... Ne? Schatzi. Die ist so süß. Sie macht uns so viel Freude. Unser Hundi. Naja, jetzt schnappe ich mir auf jeden Fall erstmal die Ava und wir gehen einkaufen. Irgendwie ist Lebensmittelshopping in letzter Zeit nicht mehr so mein liebstes Ding. Ich weiß nicht, früher habe ich das irgendwie gerne gemacht, in letzter Zeit gar nicht mehr. Ach, und damit ich das Einkaufen noch ein bisschen rauszögern kann, wollte ich euch noch was hier zu diesem Paket erzählen. Ich hatte euch ja im letzten Vlog erzählt, dass ich mir einen ganzen Haufen Badeanzüge bei H&M bestellt hatte. Ich glaube, es waren insgesamt 15 Stück. Und von den 15 Stück passen tatsächlich 3. Da bin ich so begeistert. Und die behalte ich auch. Und ich zeige euch jetzt, welche das sind. Und dann bringe ich das Paket nämlich zurück zu Hermes. Dann kann das wieder, ja, zurückgeschickt werden. So sehen nun die Badeanzüge aus, die ich mir ausgesucht habe. So einen hellblauen. Der hat hier vorne einen Cutout, da weiß ich aber noch nicht, ob ich den nur zu Hause anziehe und nicht im Urlaub. Und dann habe ich hier einen roten mit so einem Wickeldetail. Die müssen natürlich jetzt in die Wäsche. Und dann einen schwarzen und der hat hier solche Rüschen. Ich sag euch, das ist nämlich bei mir nicht immer so einfach, einen gut sitzenden Badeanzug zu finden. Das fängt mit der Oberweite an und dann bin ich ja nicht die dünnste. Und naja, jedenfalls, ich bin total froh, dass ich 3 gefunden habe und ich hätte nicht damit gerechnet, die bei H&M zu finden. Ich glaube, vorher hatte ich die immer bei SheGo und bei Bauprix bestellt und irgendwie hat es mich mal geritten, mal bei H&M zu gucken. Und wenn wir dann schon gerade dabei sind, zeige ich euch auch noch mein Outfit of the Day. Ich habe hier dieses Oberteil an, das ist übrigens auch von H&M. Die Hose ist von Bauprix und der Schmuck ist auch von H&M. Ich liebe ja H&M-Schmuck. Der ist super günstig und die haben immer ausgefallene Sachen. Bin ich so zufrieden. Jo, ganz simpel. Und ich dachte, ich muss euch einfach öfter meine Outfits zeigen, einfach um auch ein bisschen mutiger zu werden. Denn ich habe gemerkt, mir geht's wie vielleicht vielen von euch auch, die das ein oder andere Kilo zu viel haben, dass man sich dann anfängt zu verstecken. Gerade wenn es um Bilder geht oder Videoaufnahmen. Und das bringt ja nichts. Wie soll ich sagen? Jeder ist so, wie er ist, genau richtig und perfekt und liebenswert. Und man kann sich immer hübsch anziehen. Und man kann immer Sachen finden. Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber das ist es dann am Ende auch wert. Und vor allem möchte ich ja auch ein positives Zeichen setzen, gerade auch meiner Tochter gegenüber, dass jeder, egal wie er ist, genauso toll ist, wie er ist. Und ja, das möchte ich jetzt einfach viel, viel öfter noch machen. Und einfach euch auch ein positives Signal setzen. Ich bin ja eigentlich mit mir im Reinen und ich bin eigentlich auch so ganz happy. Aber muss einfach mutiger werden und das alles noch ein bisschen mehr zeigen.
Und wisst ihr, ich habe neulich mit meiner Freundin Sandra über Badeanzüge und Bikinis gesprochen. Und da ist mir aufgegangen, dass es auch manchmal einfach so ein bisschen befreiend ist. Wenn man eh eine größere Größe hat, ich muss mir keine Gedanken machen, sieht man jetzt den Bauch besonders in diesem oder jenem Teil, der ist einfach da, den kann man nicht verstecken. Und irgendwie ist es auch ja befreiend, weil ich mir halt keine Gedanken machen muss, wie das jetzt wirkt, kann man noch was verstecken. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade klar ausdrücke, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wisst ihr, so hat jeder sein kleines Päckchen zu tragen. Und am besten trägt man sein Päckchen gemeinsam mit seiner Familie und seiner Community. Und das machen wir jetzt einfach gemeinsam. Für uns geht's jetzt los und wir nehmen auch gleich den Müll mit runter. Und wisst ihr, was Avas Lehrer vergessen hat? Magst du mal erzählen? Ja, sogar an die schicken. Und bist du glücklich? Ja. Aber ist das hier nicht hochattraktiv mit dem Müll im Hintergrund? Sehr attraktiv. Sehe ich clever aus? Du siehst vor allem schick aus. Danke. Ava wollte unbedingt mal meine Brille ausprobieren mit diesem Brillenband. Du? Und ich habe so hart gekämpft, das abzukriegen. Es war in der Maske verschuckelt, es war in meinen Ohrringen verschuckelt. Die riesengroß sind. Ja. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ist ja richtig cool und es kostet ja nur 4 Euro. Das kannst du ruhig mitnehmen. Schaut mal, das finde ich ja hätte viel besser in Evas Zimmer gepasst, aber das da. Das ist viel kindgerechter. Wir sind vom Einkaufen zurück. Die Einkäufe sind alle weggepackt. Ava macht ein paar TikToks. Und ich habe mich jetzt einfach mal kurz hingesetzt, bevor ich jetzt mit euch raus zum Pool gehe. Denn ich bin am Hin und Her überlegen, was ich jetzt für heute Abend zum Essen vorbereiten soll. Ich hatte auch ein bisschen was zum Grillen mitgenommen und dachte eigentlich, wir könnten heute vielleicht doch grillen und es gibt keine Chorizo mit Ofenkartoffeln, aber draußen sieht es gar nicht schön aus. Irgendwie macht bei uns der Sommer eine super lange Pause. Wie traurig. Naja, auf jeden Fall sind wir total happy, dass wir eine Poolheizung haben. Denn ohne Poolheizung hätten wir diesen Sommer den Pool noch gar nicht richtig nutzen können oder nur ganz wenig. Und so waren wir doch jetzt fast jeden Tag drinnen, seitdem er geöffnet ist. Es sei denn, es hat geregnet an den Tagen. Und das ist schon ziemlich cool. Naja, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich der Nachmittag entwickelt. Ich bereite mal einfach noch nichts vor. Ich warte noch ab. Und mach dann ganz spontan Essen, denn auch Ofenkartoffeln mit Chorizo sind ja super schnell vorbereitet. Und Grillen sowieso. Wir machen ja da selten noch irgendwelche Nudel- oder Kartoffelsalate dazu. Das mögen wir gar nicht so, sondern entweder machen wir Burger oder wenn es Fleisch gibt, gibt es dazu ein bisschen Brot. Das reicht uns vollkommen. Manchmal auch ein bisschen Gemüse. Und ich hab den Schlüssel nicht vergessen. Und dann zeige ich euch mal, was wir so für unseren Pool haben. Der Pool steht übrigens hier oben auf unserer Terrasse. Unsere Lounge-Möbel habe ich immer abgedeckt, wenn wir sie nicht benutzen. Da sind nämlich die Polster drunter. Und es ist auf jeden Fall schneller, die Abdeckung wegzumachen, als die Polster immer beizuschleppen. Dann ist hier Avas Trampolin, Grill und so und hier der Pool. Und ihr seht ja die Baustelle bei uns noch ums Haus drumherum. Der Pool ist übrigens wirklich das Einzige, was dann am Ende hier noch stehen bleiben wird. Das Trampolin kommt auf die Wiese und natürlich kommt Grill, der Esstisch und die Garnitur, die kommt dann auf die andere Terrasse. Die hatte ich euch ja im letzten Vlog gezeigt, die noch so große Baustelle ist. Ja, und hier steht der Pool und ich drehe euch mal wieder um. Vor unserem Pool steht übrigens auch dieses Monstrum an Sonnenschirm, denn ich mache Ava und mir immer ein bisschen Schatten über dem Pool, wenn wir da drinnen sind. Finde ich irgendwie angenehmer. Naja, und auf jeden Fall ist unser Pool von Intex alles selbst gekauft und ist etwa 5,50 Meter mal 2,50 Meter. Ich glaube, so könnt ihr es am besten sehen, wie groß der ist. Also für uns genau die perfekte Größe. Er ist 1,30 Meter hoch. Und die Leiter, die packe ich abends immer raus. Zum einen kann dann niemand rein, der nicht rein soll. Und zum anderen kann dann der Poolroboter besser sauber machen. Und den hatten wir übrigens über Winter auch einfach so stehen.
Wir hatten hier kein Wasser oder so rausgelassen, sondern wir hatten solche Luftkissen reingelegt und eine Plane drüber. Wenn wir den im Herbst winterfest machen, dann nehme ich euch da auch wieder mit, denn das hatte echt bombastisch geklappt. Wenn wir den Pool nicht benutzen, haben wir übrigens auch von Intex hier immer so eine Folie drauf liegen, die verhindert, dass Schmutz reinfällt und dass die Wärme weggeht. Also ist echt super praktisch. Und dazu gibt es dann hier diese so eine Stange, die kann man dann einfach hochkurbeln. Ich zeige euch das mal. Das ist echt super simpel. Da dreht ihr dann hier an dem Griff und zack, rollt sich das auf oder wieder ab. Was ich auch super wichtig finde, ist, wir haben hier einen Skimmer. Das ist so ein Einhängskimmer und der funktioniert ganz, ganz toll. Und da schlage ich einfach immer die Folie zurück und dann kann der nämlich auch laufen, während die Folie drüber ist. Sorry, bei unseren Nachbarn weinen gerade die Kinder. Ich rede einfach ein bisschen lauter. Hier hinten seht ihr jetzt die Verkabelung von unserem Pool. Und zwar hat die mein Vater gemacht. Die ist zum Teil fest verkabelt. Hier habe ich einen Tisch stehen, da kann man immer mal ein Getränk abstellen oder so. Und hier seht ihr es nochmal. Und zwar haben wir zwei Pumpen mit dem Pool verbunden. Einmal die Sandfilterpumpe und dann noch eine Pumpe für die Poolheizung. Und das hier ist übrigens die Poolheizung. Und mein Papa hat hier in diese Kissenbox unsere ganze Elektrik und so eingebaut. Ist ein bisschen abenteuerlich, funktioniert aber super. Und was ganz toll funktioniert und auch super wichtig ist, ist hier noch so eine UV-Lampe. Die ist eigentlich für Teiche gedacht, vorgeschaltet, bevor das dann in die Sandfilterpumpe geht. Und das macht einen riesen Unterschied. Damit wird nämlich erstmal so alles an Bakterien und Algen abgetötet, bevor es überhaupt in den Filter reingeht. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Poolheizung. Die ist von Poolsana, das ist eine Wärmepumpe. Und dann hier unser Poolroboter, das ist der E20, ein Dolphin E20. Und wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Das allermeiste haben wir tatsächlich bei Amazon gekauft. Den Pool haben wir nicht als Komplettset gekauft, sondern das ist so ein Austauschpool. Und wir haben dann die Leiter, die Pumpe und alles separat gekauft. Denn ich wollte eine Pumpe, die ein bisschen größer konzipiert ist, als der Pool eigentlich braucht, finde ich einfach besser. Denn je besser das Wasser gefiltert ist, umso bessere Qualität habt ihr natürlich. Und ja, am meisten kann ich euch ans Herz legen, die Pumpe ein bisschen größer zu kaufen, die Poolheizung ein bisschen größer zu kaufen. Wenn ihr es gerne warm im Wasser habt, so wie ich, ist so eine Poolheizung einfach der Knaller. Wir haben es mit Solar erst versucht und das wurde einfach nicht warm genug. Gerade an so Tagen wie heute, wo es total bewölkt ist, bringt einfach eine Solarheizung lange nicht so viel wie so eine Wärmepumpe, wie wir sie jetzt haben. Und der Poolroboter. Denn so ein Pool ist allgemein schon viel Arbeit. Ach, ich zeige euch gleich noch die Testkits, die ich nehme, um die Wasserqualität zu prüfen. Aber ja, so ein Pool ist viel Arbeit. Und wenn ihr den dann auch noch manuell mit der Hand sauber machen müsst, mit so einem, ja, wie mit so einem Staubsauger, dann kostet euch das locker mal am Tag eine Stunde, wobei der Poolroboter diese ganze Arbeit für euch macht. Das kann ich euch also wirklich, wirklich nur ins Herz legen. Die Poolqualität teste ich übrigens hier mit so einem kleinen Kästchen. Da kommt Wasser rein und zu dem Wasser kommen dann jeweils eine Tablette seitlich und dann kann man an der Farbe des Wassers absehen, ob der pH-Wert und das Chlor stimmt. Und jetzt wisst ihr alles, was ihr zu unserem Pool wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und auch interessiert. Und ich bin froh, dass ich es euch jetzt endlich mal alles gezeigt habe, denn ich kriege immer so, so, so viele Fragen. Das ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich gerade immer noch so bewölkt wie vorhin. Und es sind nur 19 Grad. Das wird heute nichts mit Pool. Das ist das erste Mal seit Tagen, dass wir nicht im Pool waren. Oh, Elvi, passt auf, hier haben Leute nicht das Geschäft ihrer Vauis weggeräumt. Und wenn wir zurückkommen, dann fange ich an zu kochen. Das wird auch schön. Das hat man schon lange, lange nicht mehr. Das schmeckt immer so herrlich. Freut mich. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich nehme mit meinem Handy auf. Wir sind in der Küche und die Ava hilft mir. Ich zeige euch jetzt erstmal, was es gibt und wie die Ava
mir dann hilft. Sie ist nämlich meine ganz tolle Küchenhilfe. Sie schnippelt gerade schon Kartoffeln. Eva schnippelt Kartoffeln. Wir haben schon Karotten hier drin, Kartoffeln. Und das Ganze werden wir dann würzen. Da hilft mir die Evi auch. Und dazu kommt dann die Chorizo. Da habe ich 4 Stück klein geschnitten. Ich wollte euch nur zeigen, wie die aussehen. Also davon habe ich so 4 Würstchen jetzt in Scheiben. Cool. Genau. Du machst es ganz hervorragend. Danke, das macht auch Spaß. Und hier stehen dann auch schon die Gewürze, was genau zu unseren Ofenkartoffeln und Ofenkarotten kommt, erzähle ich euch, wenn ich eh was dazu gibt. Zuerst kommt Olivenöl rein. Okay, stopp. So. Und dann Salz und Pfeffer. Erst Salz, genau. Heute Abend hast du dann für uns gekocht. Was sagst du denn dazu? Sag dann Ava in the Kitchen. Ava in the Kitchen, ganz genau. Bitte, warte. Das reicht schon. Und dann Pfeffer. Ja. Super. Und dann kommt Rosmarin. Was ist wo? Ah, das ist da. Genau, da kannst du, da ist nicht mehr viel drin. Da kannst du einfach alles reinhauen. Jawohl. Sei großzügig. Ich muss es dann eh mit den Händen vermengen. Kann alles rein. Jawohl. Und jetzt noch Salbei. Klasse. Und schau mal, siehst du den Löffel? Und das kleine Kästchen mit dem Knoblauch? Ja. Da kommt auch noch was dazu. So ein Teelöffel. Perfekto. Ich habe jetzt die Mischung, die Ava gewürzt hat, einfach hier in so eine Auflaufform gegeben und habe die Chorizo drüber gepackt. Und jetzt kommt da noch meine Geheimwaffe, nämlich Honig. Honig und Salbei, ich sag's euch, bei Ofengerichten einfach der Knaller. Und jetzt muss es nur noch ab in den Ofen und dann schmeckt das himmlisch. Ich schalte das Ganze meistens dann bei 200 Grad an und ich kann euch leider nicht sagen, wie lange es braucht. Denn ich mache das immer so nach Bauchgefühl. Das tut mir echt leid. Und ich glaube, das kommt doch echt total auf den Ofen an, den ihr habt. Also müsst ihr einfach gucken, bis es durch ist. Ich werde mich jetzt hierhin verkrümmeln, denn ich habe jetzt gleich ein Webinar bezüglich Instagram. Bin ich schon sehr gespannt. Das sollte eigentlich gestern stattfinden. Aber dann war der Server gecrashed und jetzt findet es heute statt. Das heißt, ich logge mich da schnell ein und Ian wird dann so in einer halben Stunde das Essen anmachen. Und bis es dann, jetzt ist gerade kurz vor 6, bis es dann 7 ist, ist das Essen auch fertig. Und weil ich weiß, jetzt sitze ich hier und höre mein Webinar an. So schaut das Essen jetzt aus. Und dann gucken wir mal, was Ian sagt. Was sagst du zum Essen deiner Tochter? Ich liebe Charita. Ava in the Kitchen. Yes. Mm. Mmh. Gut? Mmh. Ich liebe Kartoffeln und Chorizo. Deinen guten Apo. Mmh. Das war super lecker. Und die Ava isst gerade auf dem Sofa noch Bananenkuchen. Aber Nachtisch muss auch manchmal sein. Ich verabschiede mich jetzt von euch, denn ich muss ganz dringend meine Haare färben. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.